Die Vorteile des Rundseins. Runde Körperformen als Glücksfaktor. Das ist heute unser Thema. Und ich habe einen wunderbaren Gast, nämlich Elina Steiner. Elina ist eine Expertin für das Starksein. Das ist ihr Motto. Sie möchte Menschen stark machen. Und sie macht das mit dem Thema Fasten und Ernährung und mit Face Reading. Sie ist ausgebildeter Face Reading Coach. Und ich freue mich sehr, mit ihr zusammen dieses Thema runde Körperformen als Vorteil mit der physiognomischen Brille mal anzuschauen. Darauf freue ich mich. Liebe Elina, ganz herzlich willkommen. Hallo, liebe Anita, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Ja, wir beide haben nicht so viele runde Körperformen. Und wir haben uns gerade eben auch darüber unterhalten, was das auch für Nachteile haben kann. Und ich würde sagen, wir starten mal damit. Ich für meinen Teil, mir fehlt die runde ökonomische Energie der runden Körperform manchmal in meinem täglichen Arbeitsumfeld, weil ich zu schnell bin, weil ich die Dinge einfach immer in Bewegung halte, statt mich auf das Naheliegende zu fokussieren. Wie geht's dir? Mir geht es da relativ ähnlich, weil die Leute werden sicher denken, wir sprechen übers Rundsein und sehen uns dann und denken sich vielleicht im ersten Moment, huch, da fehlt doch was. Ja, aber es fehlt tatsächlich was und mir geht es so damit, dass mir diese Ruhe, dieses Rundsein so fehlt, dass ich nicht nur ständig alles in Bewegung halte, sondern auch sehr, sehr leicht durch Neues zu inspirieren bin. Ich finde alles toll. Immer neu. Und das Hauptsache, es geht weiter, statt sich mal zurückzunehmen, die Ruhe zu gönnen und mal das Geleistete oder das, was ansteht, zu überdenken. Ja, genau. Und du hast das eben auch schon benutzt, dieses Wort. Im Face Reading unterscheiden wir ja drei Grundnaturelle. Und da ist das Naturell, was wirklich diese Ruheenergie halten kann und den ökonomischen Fokus auf das Wesentliche oder auch das, was wirklich auch sich lohnt, halten kann, das ist das Ruhenaturell. Und dieses Ruhenaturell hat natürliche Rundformen, ist weicher, ist eben auch ein bisschen fülliger und hat eben auch dieses Motto, in der Ruhe liegt die Kraft. Und dann gibt es das Empfindungsnaturell, das eben sehr durchlässig, wahrnehmungsfähig ist, sensibel, ganz viele Antennen hat und was natürlich auch zart besaitet ist auf eine Art und Weise und natürlich sehr empfänglich und von allem eben, wie du gesagt hast, ansprechbar und natürlich auch dadurch eine ja, innere Unruhe entstehen kann, weil man eben so viel aufnimmt, wahrnimmt und natürlich dadurch auch impulsiert wird. Und dann haben wir dritten im Bunde das Bewegungsnaturell, der Dynamiker in uns oder die Dynamikerin, das, was eben auch ja so eine Bewegungsenergie, wie man sich die vorstellt, Menschen, die sportlich sind, die dynamisch sind, die eben auch in der Bewegung eben zu Hause sind und ganz viel nach vorne bringen und eben auch nicht unbedingt in der Ruhe sind, sondern eben auch in der Aktivität, in der Aktion, immer wieder anpacken, immer wieder Dinge nach vorne bringen. Und wenn man diese Mischung hat wie bei uns, Bewegung, Empfindung, Empfindung, Bewegung, dann fehlt dieser Ruheanteil. Und ich mal, wenn ich es ausspreche, komme ich schon runter. Auch. Na, genau. Und ja, was können wir denn tun, liebe Elina? Und da kommt deine Expertise als Ernährungsberaterin, als Fastenexpertin zusammen mit dem Face Reading, mit diesem Wissen über die Naturelle zusammen. Was können wir denn zum Beispiel in unser beider Fall tun? Wir haben die beiden anderen naturelle Empfindung, Bewegungen zuhauf. Wir sind sehr in der Dynamik, im Empfangen. Und wie kriegen wir das denn auf die Erde? Ja, wir müssen uns im wahrsten Sinne des Wortes auf die Erde bekommen und das kann man natürlich auch über Ernährung machen. Klar, wir könnten uns einen Partner suchen, der im Ruhenaturell ist oder ein Haustier, das sind ja noch Möglichkeiten, oder aber wir holen es uns über die Ernährung rein. Und wie das Wort schon sagt, Erden heißt erdige Kost zu uns nehmen. Was ist erdige Kost? Das ist etwas
Deftigeres. Das sind gute Fette. Vor allem ist es aber Wurzelgemüse. Alles, was unter der Erde wächst, erdet uns einfach massiv. Dazu gibt es auch noch Kochtechniken, die erdender sind, die einfach Ruhe auch in das Essen bringen, wie zum Beispiel Backen. Also ein Backofengemüse ist für Menschen in unserem Naturell einfach ganz, ganz erdend, ausgleichend, runterbringend. Das bringt Ruhe in uns. Oder auch Schmoren, also dieses lange Kochen, lange Backen, das sind erdige Kochtechniken. Es geht auch viel über Geschmäcker. Ein Geschmack, den wir gar nicht so immer, also wir lieben ihn alle und sagen immer alle, nein, nein, das möchte ich nicht. Das ist unser zentraler Geschmack, der süße Geschmack. Süß, jeder sagt immer, ich will nie mehr was Süßes essen. Ganz falsch. Es gibt keinen Geschmack, der uns mehr entspannt, der uns mehr harmonisiert, der uns mehr runterbringt. Und dafür ist dieser Geschmack auch einfach da. Und wenn wir jetzt natürlich an süß denken, dann denken wir vielleicht gerade an Eiscreme, Kuchen, Schokolade. Nee, ist auch süß, aber eine rote Beete, eine Karotte, eine Süßkartoffel, auch ein Getreide wie eine Hirse oder ein Ei, das ist süß im Geschmack. Und das würde schon reichen, um uns einfach Kraft zu geben, uns zu nähren. Das hat ja auch was Erdiges und uns zu erden. Fantastisch. Das ist wirklich toll, wenn wir solches Wissen haben letztendlich, ne? Wie wir uns auch unsere Bedürfnisse ja unterstützen, wie wir unsere Kräfte unterstützen und das eben auf unterschiedliche Weise. Und das heißt ja nicht, dass wir nicht richtig sind, so wir sind, wie wir sind, ne, Alina? Wir fühlen uns ja auch wohl in unserem Naturell. Und umgekehrt ist es ja auch so wichtig, dass auch alle runden Menschen sich wohlfühlen dürfen, so wie sie sind. Und das ist ja in unserer Praxis als ja, Psychophysiognominnen, als Face-Readerinnen auch ganz oft so, dass wir Menschen haben, die runder sind und die sagen, gefällt mir nicht, ne? Wir sind ja beide hier aus Köln, ne? Das mag ich Das nicht. geht ja Das nicht. geht ja nicht. Und wir sie dann ja, natürlich mit unserem Wissen stärken können, dass runde Formen wahnsinnig viele Qualitäten haben, die wir beide uns manchmal wünschen, ja, weil das Empfindungsbewegungsnaturell lebt immer über seiner Belastungsgrenze. Und in der heutigen Zeit, wo wir sowieso so schnelllebig unterwegs sind, wo uns natürlich Stressfaktoren auch rund um die Uhr begleiten oder uns eben auch herausfordern, sind wir längst nicht so resistent dagegen wie ein Ruhenaturell, was eben in seiner Mitte bleiben kann, ja. Und dazu gehören diese Rundformen. Und es ist eine enorme Qualität, auch eine Steherqualität, sowas zu haben. Also diese Menschen, ja, die stehen mit beiden Beinen auf der Erde und haben eben auch nicht diese federleichte Fähigkeit, immer wieder auszuweichen, was anderes zu machen, umzudisponieren, was ja uns beide auch stressen kann. Ja. Und ich finde das so toll, ja, mit diesem Vergleich zu den Kocharten, die du beschrieben hast. Ja. So ein Gemüse, was erstmal gedünstet werden muss, das braucht ja auch ein bisschen Zeit. Ja. Muss in den Ofen und dann kann man warten. Das ist ja auch Ruheenergie. Ja. So, Ja. wenn ich nach meiner Naturell Anlage mir was zubereitet, ein Salat, irgendwie Rohkost, geht schnell, muss ich beißen, habe ich auch wieder Bewegung, aber es erdet mich nicht. Es gibt mir auch wieder eher die, stärkt meine dynamischen Kräfte, ja. Und deswegen ist es so schön, wenn wir dann auch mit Ruhenaturellen zusammen sind. Ich genieße das immer, mich dann auch an deren Bedürfnisse mal dran zu hängen. Weil wenn ich, ne, mit einem Ruhenaturell dann abends irgendwie wo sitze und sage, ja, was willst du denn, was isst du denn? Ach, es ist gerade ein bisschen windig. Ach, ich brauch was Warmes. Ich denke, wie was Warmes? Also so, wir haben doch noch keinen Winter. Ich will einen Salat. Und da denke ich, ach Mensch, bestell dir auch mal was Warmes, ja? Was, es tut dir vielleicht gut. Und, na, und das ist eben so was, was wir wirklich auch uns abschauen können und wo wir uns auch ja ein bisschen diese Energie reinholen, wie du gesagt hast. Oder wir heiraten ein Ruhenaturell Ohne zu oder gehen Haustier. eine Lebensgemeinschaft an oder nehmen uns Freunde in dieser Energie, die uns das auch geben, ja.
Absolut. Ich sage immer in meinen Beratungen, also wenn ich darüber berichte, jeder sollte einen Freund, eine Freundin im Ruhrnaturell haben, weil die haben immer für dich Zeit. Das kommt auch dazu. Die sind ja auch sehr gesellig. Ja, und vor allem haben die aber immer was zu essen für dich da. Weil das sind ja auch Menschen, die gerne Vorräte ansammeln, die gerne essen, die auch Genuss im Essen sehen und den auch vermitteln und den auch brauchen. Und wenn wir oder ich auch als schnelllebiger, schnell unterwegs Mensch dann mal zur Ruhe komme und mein Essen mit Genuss esse, weil mein Gegenüber das auch macht und das mich richtig so runterholt, abholt und drosselt, dann merke ich auch, dass mir das viel besser bekommt. Ja, absolut. Also das sind wirklich so viele Vorteile, die das Rundsein auch haben, weil das da natürlicherweise so ist. Und es ist ganz interessant, also auch so, wenn man jetzt auch mal die Konstellation in Paarbeziehungen anschaut. Na, wir haben ja oft so ein Beuteschema, dass wir uns ja, vielleicht doch auch nach dem Schönheitsideal richten. Oder dass wir immer das suchen, was wir auch sind, ne, uns da so ein bisschen spiegeln wollen. Aber gut funktionierende Beziehungen sind es auch oft, wenn so große Gegensätze da sind, ja? Weil wenn du sagst, du hast, wenn man, wir hätten jetzt Männer oder Freunde, Freundinnen, egal welches Geschlecht natürlich, aber Partner und Partnerinnen, die uns eben da was ganz anderes, eine ganz andere Energie mit ins Leben holen, die uns also sagen, so, jetzt wird gegessen, jetzt bist du mal, ne, jetzt ist mal Ruhe im Karton, jetzt genießen wir mal, danach legen wir uns mal einen Moment hin, so wie ein Ruhenaturell das ganz natürlicherweise für sich macht, weil sie es viel besser für sich sorgt, auch was das angeht. Genau. Und das ist auch so interessant, ne, dass das manchmal so gut harmoniert und eben gar nicht das Schönheitsideal, das ideale Beuteschema ist, sondern wirklich, was bringt ein Mensch für eine Qualität, für ein Naturell, für eine Energie mit und was tut mir gut? Ja? Und da habe ich wirklich schon etliche Menschen miteinander verbunden, die sich vorher niemals angeschaut hätten, weil sie dieses Bewusstsein nicht haben. Was für tolle Qualitäten auch in runderen Körperformen liegen, ja. Absolut. Und aber wichtig finde ich dabei auch immer, und das vermittelt natürlich auch das Face Reading und die Naturelllehre, dass man voneinander weiß. Also wenn ich jetzt ein Ruhenaturell habe und ein Bewegungsnaturell, die mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen ja auf dieser Welt sind, und ich sage jetzt mal, nach einem stressigen Tag möchte das Ruhenaturell was Schönes kochen, zusammen auf dem Sofa sitzen, um sich zu entspannen, weil das ist seine Methode. Und ein Bewegungsnaturell denkt, ich gehe jetzt mal noch eine Runde Radfahren oder joggen oder so. Und die wissen nicht von ihren Naturellqualitäten. Dann entsteht natürlich ein Konflikt, weil das Bewegungsnaturell sagt, du musst immer essen und Sofa sitzen. Das Ruhenaturell ist, du musst dich immer bewegen. Wenn sie aber voneinander wissen, kann erstmal jeder sich lassen und man trifft sich dann vielleicht nach der Radfahrrunde, die der eine gemacht hat, nach dem Kochen, was der andere gemacht hat, zu einem gemütlichen Essen und alle sind fein. Also es geht so, es ist so wichtig, ich erlebe das immer wieder wenn ich Beratungen gebe, sein Naturell zu kennen. Und auch vielleicht, wenn man seins schon mal kennt, dass man mit sich in Frieden kommt, gerade als runder Mensch, der natürlich auch gesellschaftlich vielleicht viel aneckt, weil es ist nicht das Schönheitsideal. Wobei ich ja immer finde, ein runder Mensch, der völlig mit sich im Reinen ist, das ist so ein wunderschöner, eine starke Persönlichkeit einfach. Die sind wunderschön, weil sie sind im Reinen und die sind rund im wahrsten Sinne, auch in ihrem Inneren. Ja, und deswegen kann ich das nur immer jedem raten, sich da mal mit zu beschäftigen, mit sich selbst und dann auch noch natürlich mit der Familie, mit dem Partner. Und dann passiert auch sowas, dass es am Esstisch auf einmal mehr Verständnis gibt. Warum will der eine immer Salat? Warum will der andere immer Suppe? Das höre ich auch ganz oft an Familientischen. Dann heißt es immer nur, die mögen ja alles nicht.
Vielleicht mögen die gar nicht das Essen nicht, sondern vielleicht mögen die Konsistenz nicht, die Zubereitungsarten nicht. Weil es kocht die Mutter, die ist vielleicht, sage ich jetzt mal, Bewegungs- und Empfindungsnaturell, macht also gern was Schnelles, was Kerniges, Rohkost. Und jetzt haben die ein Kind, das ist im Ruhrnaturell. Das würde aber lieber vielleicht so was Breiiges essen, ein bisschen was Deftiges, danach noch ein Pudding. Ja, und dann kriegt das arme Kind das nicht, weil das dem Haushalt nicht angeboten ist. Und dann sagt das Kind immer, mag ich nicht. Und schon haben wir wieder einen Konflikt auf jeden Fall. Also da ist einfach nur, also ich glaube, also für mich war die Lehre der Naturelle erhellend. Ich kann das nicht anders sagen. Absolut. Also das merke ich auch immer in jederlei Hinsicht. Ja, es ist wirklich in jeder Hinsicht das Verständnis, was man sich selber entgegenbringt und seinen Bedürfnissen und eben den anderen Menschen. Und das eben so unabhängig von diesen äußeren Einflussnahmen, ne? Wie das ist jetzt gerade trendy, das ist jetzt gerade schön und das ist jetzt gerade wertvoll. Und eben auch die Ernährungslehre hat ja da auch dauernd Moden, ja? Also es ist ja auch so, was uns als gesund und als wertvoll so gespiegelt wird, ist nicht für jedes naturell gesund und wertvoll, ja? Auch da eben zu gucken, ja, da gibt es Unterschiede und da ist es auch nicht gut, wenn wir uns eben immer nach dem Äußeren richten und nicht dieses Bewusstsein haben, wie wir sind und was wir wirklich brauchen und dass wir eben auch unglücklich werden und manchmal gar nicht wissen, warum, wenn wir uns immer irgendwohin trainieren oder justieren, wo, wie wir gar nicht gemeint sind. Ja, und das. Also wenn wirklich ein Ruhenaturell Appetit eben hat auf solches Deftige und es heißt dauernd, isst das nicht und das ist ungesund und süß ist ungesund und das ist ungesund und dies ist das, dann ist das ja auch wie eine Selbstablehnung, ja, weil man wirklich dann auch immer merkt, nee, das ist nicht richtig, wie ich bin, das, worauf ich Lust habe, ist nicht richtig und wie ich aussehe, bin ich nicht richtig. Und diese Liebe zu den Menschen, die letztendlich diese Genussfreude, diese Fähigkeit haben, auch wunderbares Essen zu kreieren, da ist ja auch stoffliche Begabung mit verbunden, mit diesem Ruhenaturell. Die haben auch diese Liebe, die sie da reingeben, ins Backen, ins Zubereiten, in auch diese, ja, diese Zeit, die es auch braucht, die auch aufzuwenden, gerne aufzuwenden. Also herrlich, ich feiere das sehr und wünsche mir manchmal wirklich, dass ich diese Qualitäten auch selbst habe, aber es gibt ja Möglichkeiten, die sich reinzuholen. Ich habe auch Ruhenaturelle in meinem Umfeld, von denen ich sehr, sehr, sehr mich unterstützt fühle. Und deswegen ist es auch schön, wenn wir allen Menschen, so wie sie sind, diese Wertschätzung geben können. Und das können wir, wenn wir dieses Wissen haben. Ja, und du weißt, du kennst das ja auch, wenn wir jemandem das erklären können, der sich gerade selbst nicht gut findet. Was passiert da, Elina? Ja, das ist so eine Erleichterung und auch ein, ja, so wirklich manchmal wie eine Befreiung erlebe ich da. Und die Leute kommen so, sind auch oft so berührt, weil wir spüren ja eigentlich, welche Qualitäten wir haben. Aber wir haben uns sie abtrainiert, wir haben sie abgelehnt, weil wir einfach nicht, weil es nicht in die Welt passt vielleicht. Und wenn man jetzt einfach mal sagt, das ist da und das hat, ist zu Recht da. Deine Rundform, deine runde Nase vielleicht oder dein fülliger Mund bei einem hohen Naturell jetzt oder deine abstehenden Ohren oder was auch immer. Das hat einen Grund. Und es anzunehmen, das bringt so eine Erleichterung, weil man sich dann nicht mehr permanent damit hadert und sich nicht falsch fühlt. Und dann natürlich auch die Kraft hat, das zu nutzen, zu denken. Also ich jetzt zum Beispiel. Ich bleibe mal bei meinen Ohren, die ja abstehen, wie man schon sehen kann. Und die haben natürlich eine elektrische Energie, eine Veränderungsenergie. Und ich habe mich als Kind immer gefragt, warum bin ich immer so ein kleiner Rebell? Als erwachsener Mensch habe ich mich immer gefragt, warum muss ich immer für Gerechtigkeit, immer dagegen sein, damit es allen gut geht? Und das ist natürlich anstrengend, aber es ist ein inneres Bedürfnis von mir. Einfach, ja,
voranzugehen, zu verändern. Und diese Kraft geben mir nur meine Ohren. Oder nicht nur, aber Genau, geben mir ja. meine Ohren. Und wie krass ist das, ne, dass dieses sich auch mal die Segel in den Wind zu stellen und zu sagen, nein, ich gehe jetzt nicht da lang, wo alle lang gehen und wo es wenig Reibungspunkte gibt, sondern Moment, da muss ich erst mal gucken, wo stehe ich eben auch mit dieser Energie. Das ist diese Elektrizität mit Breitform. Und wie häufig hast du schon mal gehört, auch von anderen Menschen, vielleicht auch aus deinem Umfeld, also lass dir doch die Ohren anlegen, oder Elina? Auf jeden Fall, als Kind wollten das meine Eltern, meine Mutter sofort, lass dir die Ohren anlegen. Und das war unbewusst, dass ich das nicht wollte. Ich habe immer gesagt, nein, Ohren nicht, nein, nicht die Ohren. Und ja, sie sind geblieben. Und heute trage ich sie auch offen. Ne? Also natürlich hatte ich auch Jahre, wo ich sie vielleicht verdeckt habe, wo diese Energie nicht dran war, wo ich mehr Anpassung brauchte im Leben, also mich anzupassen. Und jetzt ist halt wieder dran, schon seit vielen Jahren, vorwärts gehen, Segel gegen den Wind richten und so. Und ja, Ja. solange die Ohren die Kraft geben, mache ich weiter. Genau. Ach, wie schön ist das, ne? Und das ist wirklich so schön, an sich selbst auch zu entdecken, was man eigentlich vielleicht auch abgelehnt hat, nicht mag, wo man schlechtes, verunsicherndes Feedback bekommen hat. Das als Kraft zu empfinden. Also das ist so ein Turbo. Und da, ja, haben wir angefangen mit dem Rundsein, aber das geht natürlich durch alles durch. Wir haben alle irgendwas, ne, wo wir sagen, na ja, könnte schöner sein. Ne? Ich habe früher auch immer gedacht, Mensch, ne, solche Hände, ach, wäre auch mal schön, so ein bisschen Klavierfinger oder so ein bisschen zarter. Das ist ja wirklich so, ne? Ja, was lieb ich meine Hände? Weil ich so praktisch begabt bin auch, weil ich eben alles anpacke und gar nicht auf die Idee komme, da jetzt zu gucken, huch, könnte da meinen Fingern was passieren? Das habe ich nicht. Und das ist eine Qualität, aber natürlich sehen sie entsprechend aus. Robust, kurz, kräftig. Und das sind so Dinge, das dann auch wirklich zu übersetzen. Dafür sind wir da, Elina, oder? Absolut. Das Thema Hände kann ich ja auch absolut bestätigen. Ich habe ja auch diese wirklich großen, yangigen, also der großen Bewegungsnaturell Hände und ich liebe sie auch. Und ich habe mir schon 100 Mal in die Finger geschnitten, das ist mir egal. Ich will was bewegen, ich will was anpacken. Handlungsfähigkeit steckt da drin auch in großen Händen. Und ich liebe meine Hände auch sehr. Und genau das ist es. Einfach mal sich die Dinge übersetzen lassen, die man von der Natur geschenkt bekommen hat, ne? Und damit Frieden finden und auch nicht nur Frieden, sondern wenn man denn möchte, sogar auch Kraft daraus ziehen und sagen, super, wenn es was zu wuppen, zu handeln gibt, sind wir da, Anita. So ist es, genau, Elina. Und ich finde das so schön, dass dein Motto eben auch für deine Arbeit als Coach, als Beraterin ist, wirklich Menschen stark zu machen. Und das eben mit dem Thema Ernährung, mit dem Thema, ja, sich gut tun, auch das, ja, mit der Ernährung sich zu stärken, ja, und nach seinem Naturell und individuell und nicht nach all den Plänen und Moden und die uns dauernd auch, das Thema Ernährung ist ja auch ganz schön strubbelig besetzt, ne? Manche können es schon gar nicht mehr hören, weil sie das Gefühl haben, oh, wenn ich mich darauf einlasse, kommt der nächste Trend und ich weiß gar nicht mehr, was ich essen soll. Und dieses nach seinem eigenen Bedürfnis zu essen, das ist ja auch was, was du kannst mit dem Face-Reading-Wissen und mit deiner Expertise, Menschen dahin zu führen, ja, dass es wieder Soul Food ist oder wie man es nennt, also wirklich was, was der eigenen Seele gut tut. Ja, Ja. und dann natürlich, wie wir es eben auch demonstriert haben, durch das Face-Reading auch die äußere Erscheinung als Kraft, ja, als Spiegel der Kraft zu sehen, ja, also wie können wir das auch wirklich rückübersetzen und für uns nutzen, was uns manchmal eben mit der falschen Brille auch als Belastung vorkommt, aber es niemals ist, weil wir sind immer richtig so, wie wir sind. Da Absolut. ist wirklich nur der Schlüssel hin, das zu leben. Ja, genau. Zu lesen, zu leben, zu kennen, anzunehmen
Und das ist ja wirklich auch, ja, gerade ich finde, Ernährung ist ein sehr, ist ja fast schon zum Teil eine Religion. Es ist total vielfältig. Es ist super verunsichernd, weil es halt so viel gibt. Und dann gibt es natürlich Schönheitsideale. Und davon weg und zu gucken, was tut mir denn gut? Was brauche ich denn? Was braucht dieser Körper, der mir so geschenkt wurde? Braucht der dies, das, das? Jedes Naturell hat andere Schwerpunkte im Essen. Und wie kann ich mich am besten nähren, stärken, ja, und einfach selbst versorgen, dass ich mich wohlfühle? Und darum geht es eigentlich nur. Ernährung ist dann gut, wenn man sich wohlfühlt damit. Und dann braucht man nichts wiegen, wie gesagt, oder abmessen oder keine Anleitungen, sondern dann hat man diesen, das tut mir gut in sich drin einfach. Ja, und wenn der Kopf, der Verstand, ne, mit lauter Wissen und mit lauter To-Dos voll ist, dann schaffen wir es ja nicht mehr, da hinzuhören und zu gucken, was. Worauf habe ich überhaupt Lust? Oder gestehen es uns gar nicht mehr ein, ne? Dass wir sagen, boah, da habe ich Appetit drauf. Das ist auch so ein altmodischer, ne? Da habe ich Appetit drauf oder so. Tut mir jetzt vielleicht gut. Das ist immer auch ja, von diesen ganzen vielen Theorien überlagert oft, dass wir sagen, ah nee, geht jetzt nicht und das ist nicht so gesund oder da. Darf ich nicht. Das Ne? darf ich nicht. Darf Oh, ich nicht? Das darf das ich nicht. ist aber gut für dich. Das solltest du nicht essen. Das ist noch schlimmer, gerade bei Oh. Kindern auch. Ne? Damit schafft man so eine Verunsicherung. Vielleicht braucht dieser Mensch, dieses Kind gerade jetzt mal, ich sage jetzt mal ein Stück Kuchen, weil es die Seele nährt. Und die Seele möchte vielleicht in dem Moment genährt werden. Und dann ist das völlig richtig. Und wenn dieser Mensch, der den Kuchen gegessen hat, auch noch mit Sahne, weil es ist auch nochmal süß und lecker, dann sich danach gut fühlt und gestärkt. Perfekt. Was wollen wir mehr, ne? Ja. Und wenn wir das nicht machen, dann sind wir ständig auf der Suche nach. Und wir wissen gar nicht nach was. Also wir sind so richtig suchend. Erliegen allen Verlockungen, die ja überall da sind, weil wir eigentlich nicht spüren, was wir wirklich brauchen. Ja, das kann eine ganz große Verwirrung sein, ne? So sich einfach nicht das zu gönnen, was man eigentlich braucht, ja, und Ja. das ist ja auch manchmal ein Nährboden für kompensatorisches Verhalten, sprich Suchtverhalten, weil wir eben gar nicht mehr befriedigt sind. Ne? Also ist auch so ein Genau. Wort. Ne? Also Ja. wir das nicht tun, dass wir danach einfach sagen, jetzt ist gut. Ne? Also jetzt brauche ich nichts mehr. Jetzt habe ich fertig und bin happy. Ne? Und immer dieses Bedürftig sein, ein Bedürfnis nicht befriedigen, heißt, ich bin bedürftig. Ja, Ich und lebe den das Mangel. Entschuldigung, wenn ich den da. Mangel, genau, ja, das ist ein instabiler Zustand, ja, in dem fühlen wir uns nicht stark, wenn wir das Gefühl haben, wir haben ständig unbefriedigte Bedürfnisse. Und deswegen, ja, wenn wir da hinschauen und gucken, was und spüren auch und uns zugestehen, das sind unsere Bedürfnisse und das dürfen wir und sollen wir auch machen, weil wir so gemeint sind und weil es unserem Organismus und Stoffwechsel gut tut, dann sind wir auf der richtigen Spur. Und ich finde das super, dass du mit dem Face-Reading-Wissen als Face-Reading-Coachin und deiner Erfahrung als Fastenexpertin, als Köchin, als Ernährungsexpertin Menschen so auf die Sprünge hilfst, dahin zu kommen, in diese innere Sicherheit und diese Stärke, dass ich weiß, wie ich bin, ich kenne meine Bedürfnisse und ich weiß auch ganz praktisch, wie kriege ich es hin, wie bereite ich mir das zu, wie schmeckt sowas, dass man das alles ausprobieren kann bei dir, weil du da so ein tolles Angebot hast. Magst du vielleicht auch noch mal sagen, was so ja, deine Angebote sind, womit man sich wirklich so an dich wenden kann, liebe Elina. Ja, sehr gerne natürlich. Also natürlich biete ich Fastenkurse an, sowohl online als auch mal in Präsenz. Ich biete Ernährungsberatungen an. Ich biete auch Kochkurse schon mal an nach Bedarf oder koche auch zum Beispiel jetzt für eine Yoga-Woche mal, bekoche andere Leute. Ja, sowas halt. Da bin ich, mache Kochen mit Trauernden zum Beispiel auch, was auch ein großes Thema ist, sich wieder für sich gut sein, auch etwas,
Aber und natürlich unterstütze ich nach Kräften auch in Beratungen, auch im Face-Reading, die Menschen wirklich sich selbst kennenzulernen und da dann sich gut zu tun im Sinne von ernähren, sich nähren. Sehr schön. Ach, das ist doch echt schön. Und das braucht die Welt. Ich habe das Gefühl, in unserer ja, Zeit, wo wir uns oftmals eben immer von außen beeinflusst fühlen, strubbelig fühlen, braucht es mehr denn je diesen Blick auf unsere Individualität, auf unsere, ja, auf unsere Schöpferkraft, die wir auch haben, was Gutes in die Welt zu bringen. Und wenn wir uns dauernd immer nur klein machen, schlecht machen, uns immer vergleichen, dann geht so viel Potenzial verloren, was wir brauchen, eben mit unserer Individualität uns einzubringen, in Verbindung zu gehen und auch, ja, eine andere Energie in die Welt zu bringen, als immer dieses, ja, ich brauche was, ich bin noch nicht so weit, ich muss nehmen. Die Erde braucht auch was, was wir zurückgeben. Und das können wir am besten, wenn wir uns selbst auch stark fühlen und wenn wir eben diese Bedürftigkeit ablegen und uns auch wirklich akzeptieren und uns eben auch so annehmen, wie wir sind. Und wie toll, dass du das mit diesen beiden, ja, starken Instrumenten machst, dem Face-Reading und deiner Expertise als, ja, als Ernährungsberaterin, als Fasten. Beraterin, finde ich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank, liebe Elina. War ein schönes Gespräch. Möchtest du, ich gebe dir das Schlusswort. Möchtest du vielleicht noch irgendwas sagen oder irgendeinen Tipp geben, wenn du magst? Ich überlege gerade. Also als erstes nochmal vielen Dank für das schöne Gespräch, liebe Anita, weil ich finde es so wichtig, dass wirklich mehr Leute darüber wissen, dass es Naturelle gibt, dass man sich selbst annehmen darf, sich selbst sehen darf und vor allem, dass man richtig ist. Die Welt, du hast eben so schön gesagt, wir müssen der Welt auch was zurückgeben. Und das schaffen wir nur, wenn wir jeder in seinem Naturell zusammen ist. Jedes Naturell ist richtig, wie es ist und hat eine Qualität. Und ohne einander ging es nicht. Von daher ist das so schön und wichtig, weil ich finde, meine Ernährungsberatung, mein Wissen über Essen ist erst rund geworden durch das Wissen um das Face-Reading, weil ich jetzt noch mehr die Leute in ihrer Wahrnehmung abholen kann auch. Und sehen kann und noch klarer auch sagen kann, das brauchst du oder überhaupt, das gehört zu dir. Und deswegen finde ich diese Kombination auch tatsächlich so wertvoll. Also ich finde es, wie gesagt, erhellend, das zusammen, für mich gehört das sogar zusammen. Und ja, ich sage jetzt einfach nur Danke und ja, freut euch über den Blick in den Spiegel, nehmt euch so an, wie ihr seid und seid happy damit. Genau, und wenn nicht, dann geht zu Elina, die weiß nämlich mit ganz vielen Impulsen, wie ihr da hinkommt. Vielen Dank, liebe Elina, und alles, was den Kontakt zu Elina habt ihr natürlich hier unter diesem Video. Und ich freue mich sehr, wenn ich meine, ja, Studierenden auch immer wieder so in ihrer Kraft wahrnehme, dass sie die Methode in die Welt rausbringen. Und das ist mir eine Riesenfreude, das immer wieder auch zu sehen, wie das funktioniert und wie jeder seinen individuellen Weg da auch geht und seine Kombi rausfindet. Und wenn du wissen willst, wie man das Face-Reading lernen kann und was, ja, was wir da anbieten von Vertrau dich, dann kannst du natürlich auch unter dem Video mal schauen. Vielleicht gibt es eine Veranstaltung, die in deinen Terminkalender passt und wo du einfach auch mal kostenfrei dabei sein möchtest und ein bisschen tiefer einsteigen. Und ansonsten natürlich auch gerne hier auf dem Kanal umschauen. Da freue ich mich auch über dein Interesse. Alles Liebe und Gute und nochmal vielen Dank an dich, Elina. Es war mir ein Vergnügen und alles, alles Gute. Tschüss. Danke auch. Tschüss.